Ja, also wir haben ja hier den Platz angelegt. Das ist aufgeschottert, etwas höher als das übrige Gelände. Und haben dann darauf die Matten, die Ottomatten gelegt. Über den ganzen Platz, wo also dann wirklich das Wasser, was hier oben ist, nach unten durch wegsackt. Durch die Lochmatten und dann in diesen Schotter. So ist das und geht nach unten weg. Durch die Drainage auch und seitlich ist weg. Mhm. Also von daher müssen wir sagen, das ist also wirklich toll. Und die Matten liegen jetzt, ja, wir sind ja jetzt hier seit 1906, 97 haben wir das hier überbaut, ja, 20 Jahre fast. Ja, und das läuft immer noch. Das ist nicht so schlecht. Das hat uns natürlich einen Platz gebracht, der jederzeit und bei jeder Witterung, ob nass, ob trocken, sehr gut zu bereiten ist. Also diese Matten, diese Lochmatten, die geben ja von sich auch schon so eine Elastizität aus diesem Gummimaterial. Und natürlich dieser Belag, der da oben drauf ist, der muss auch elastisch sein. Es darf kein toter Sand sein. Der muss auch immer wieder aufgearbeitet werden. Dann ist das kein Problem. Es ist ja immer eben, er ist nie uneben und natürlich bedarf sowas eine ordentliche Pflege. Die Pflege besteht darin, dass wir immer versuchen, verschiedentlich rechtsrum oder linksrum oder auch im Kreis den Platz zu schleppen mit einem Bahnplaner, auch von Otto, ein sehr gutes Gerät. Und Sie sehen aber, das ist sehr schön plan, aber nicht fest. Es ist halt eine gute Konstitution, aber nicht zu fest. Die Pferde müssen die Möglichkeit haben, so am Boden noch ein wenig wissen, zu gleiten, wenn sie laufen, dass sie nicht durch einen Bodenbelag gebremst werden im Vortritt. Wir denken auch, dass wir neben der guten pferdegerechten Ausbildung nach klassischen Grundsätzen auch eine Arbeit leisten, die nur auf gutem Boden zu machen ist. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Pferde sehr gerne hier gehen. So sind wir mit diesem Boden sehr, sehr, sehr gut zufrieden. Ja, also die Firma Otto hat hier gute Arbeit geleistet. Das hört man sehr gerne. Sehr gut. Super. Ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin Klaus Balkenhol, aber hier auf meinem Hof hier in Rosendahl. Viele Amerikaner, die kennen das, weil sie zu meiner Bundestrainerzeit oft hier waren, meine Gäste waren, auch das Team aus Amerika. Und wir hier diese Plätze beritten haben. Es gibt auch schöne Bücher darüber. Und ich grüße euch alle herzlichst in Amerika. Und ich hoffe, dass ihr gutes Wetter habt. Bisher haben wir das nicht so schön. Aber ich war in Florida, das war auch sehr durchwachsen. Das ist nicht so ein großer Unterschied zu dem, was hier ist. Aber ich wünsche euch viel Glück für die nächste Zeit, aber vor allen Dingen für die Mannschaft in Rio. Die strahlen alle hier, nicht?